Ich werde auch das Ganze so machen bei schwierigeren Challenges, zum Beispiel Solo-Showdown Platz 1, werde ich dann bis zu 1000 Euro spenden. Oh, er hat die Tara sehr gut geholt und den Colt auch. Wir sollen es jetzt hier sehen. Oh mein Gott, mal schauen, wie er reagieren wird. Er nimmt sie. Oh, er hat den Search. Oh, die Nachricht wurde zugestellt, Freunde. Und, oh mein Gott, da wird sie angezeigt. So. Komm jetzt bitte. LOL, was? Oh mein Gott, Digga. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, ihr seht schon, heute gibt es ein richtig krankes Special-Video. Sowas habe ich bisher nur ein einziges Mal gemacht und das ist schon über ein Jahr her. Ihr habt es ultra gefeiert und im heutigen Video wird es komplett eskalieren. Wir werden zu kleineren Streamern, aber auch größeren Brawl Stars Streamern gehen und ihnen Challenges stellen. Genau, zum Beispiel müssen sie die Runde gewinnen oder andere Dinge machen. Und wenn sie das Ganze schaffen, kriegen sie richtig viel Geld donated. Ich werde auch das Ganze so machen bei schwierigeren Challenges, zum Beispiel Solo Showdown Platz 1. Werde ich dann bis zu 1000 Euro spenden. Also ich werde 1000 Euro spenden, wenn jemand es wirklich schafft, Platz 1 zu werden. Und wenn man jetzt nicht schafft, Platz 1 zu werden, werde ich ein bisschen weniger donaten, ne? Sonst ist es natürlich auch langweilig, wenn man dasselbe bekommt für Platz 2, 3 oder 4, wie auch immer. Also ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Lasst ein Like da und let's go. So, Freunde, als nächstes würde ich sagen, gehen wir mal zu Sean Junior auf jeden Fall. Er ist auch gerade hier live. Er ist auf jeden Fall auch ein richtiger Ehrenmann. Er ist auch gerade live seit 43 Minuten. Wir sehen es auf jeden Fall hier. Und ich würde sagen, auch bei ihm starten wir mal rein mit einem 10er. Und schreiben ihm mal rein. Er muss mal mit Randoms mit Mortis eine Runde gewinnen. Also gewinne eine Runde mit Mortis in Brawler mit Randoms für eine Belohnung kaufen und senden. Er wird gar nichts erwarten, Leute. Mal schauen, wie er reagiert. Okay, machen wir nächstes Mal. Was? Hä? Gewinne mit Randoms eine Runde Brawl Ball. Aber du musst Mods nehmen. Du bekommst eine Belohnung, wenn du gewinnst. Lukas! WTF! Bin mal gespannt, wie er sich schlägt. Wir geben unser Bestes. Der Mortis-Profi hier, Leute. Ich mache meine Cam hier auf die Seite. Yo. Einfach Lukas. Oh, Junge. Cold Jesse, aber ich glaube, Cold Jesse, Digga. Aber die Gegner sind auch nicht gut gerade, sag ich ehrlich. Die sind nicht so gut. Lol. Oh mein Gott, das macht er echt gar nicht schlecht bisher. Der Edgar ist das Problem gerade noch. Ja, Tara hilft mich fürs. Oh lol, Edgar hat hier Ulti gewastet. Okay, vielleicht liegen sie gleich 1-0 vorne, man weiß es noch nicht. Okay. Oh mein Gott, jetzt. Oh nein, oh nein. Oh Gott. Oh. Hätte die Tara die Ulti richtig gemacht. Oh! Hä? Nein, Junge. Die liegen 1 hinten. Oh Mann, die haben ein Tor geschossen. Oh mein Gott. Was ist das? Alter, das macht mich wütend, Alter. Oh, er hat die Tara sehr gut geholt und den Colt auch. Der muss drin sein. Ja, wir haben noch ein Tor, Alter. Oh, stark, 1-1. Oh mein Gott, das ist so spannend, Mann. Du musst jetzt mich snipen müssen, stimmt. Oh mein Gott, ihr müsst jetzt so aufpassen. Der Edgar hat auch Ulti, der kann irgendwie reinjumpen, den Ball irgendwie reinschießen, wie auch immer. Tara auch, ist jetzt auch nicht das Beste. Oh, die müssen aufpassen, die müssen sehr, sehr aufpassen. Aber jetzt sieht's gut aus. Okay, passt. Jetzt sieht's gut aus. Passt doch einfach. Bitte. Er passt nicht. Bruder. Oh, so ein Keck. Junge, passt doch. Oh nein. Oh, Junge. Ich fühle jetzt, also wie Lukas das eine Video gemacht hat mit diesen Randoms, Alter, ich fühle das jetzt so hart, Alter. Jesse, bitte. Oh, die Jesse. Ja. Oh, die Jesse hat geisteskrank gecarried am Ende. Ja, er hat's geschafft. Let's go. Wir haben die Runde. Er hat's geschafft. Okay, nice. GG, Sean. Wir machen erstmal hier 110 Euro, würde ich sagen, als erstes. Team wahrscheinlich. Wir sollen es jetzt hier sehen. Oh mein Gott, mal schauen, wie er reagieren wird. Alter. Junge, was? Oh mein Gott. Gott, Junge! Ich heule gleich los, Alter. Vielen lieben Dank dir für 110 Euro.
Gerne, gerne. Ja, nice. Dann würde ich sagen, Freunde, wir gehen mal zum nächsten Streamer. So, Freunde, als nächstes gehen wir zu ihm hier. Er heißt Enes47. Er wird nicht damit rechnen, dass ich da wirklich hinkomme. Ich habe noch nie in seinem Stream vorbeigeschaut oder sonstiges. Ihr seht auf jeden Fall, er ist noch nicht so 100% professionell, erstmal ohne Facecam. Aber umso cooler wird bestimmt die Reaktion, wenn die Donation kommt, dass er richtig rumschreit und so weiter. Ich bin mal sehr gespannt. Okay, Freunde, er wird nicht damit rechnen, aber hier kommt meine Donation. Der Beste, let's go. LOL! Gewinne eine normale Sonderrunde mit Danita für eine Belohnung. LOL, Lukas Frost mit 5 Euro. Aber ist es der Reale? Okay, machen wir. Let's go, Digga. Eine normale Runde Solo mit Danita. Hab ich den hoch? So sieht's aus. Ja, schon mit dem Ehrenmann, Danita. Oh nein. 638. Mach jetzt. Ich mach, Leute. Let's go. Wünscht mir alle Glück, okay, Digga. Okay, geht eine Runde. Ich schreib nochmal in seinen Chat. Ja, ich bin real. Soll ich callen, nicht coachen? Der Alenis ist... Ich muss es jetzt einfach gewinnen. Oh mein Gott. Er muss durchziehen. Oh no, Digga. Und geh, Lukas. Ich weiß nicht, ob es der Real ist. Was? Ist der Real Lukas? Was? No way. Oh mein Gott. Es reicht mir schon, dass es der Real ist. Ehrenmann, Digga. Ich schwitze gerade. Ich schwitze jetzt schon. No way, Leute. Ein bisschen Konzentration. Oh mein Gott. Er muss durchziehen. Hört auf. Nein. Ich werde sterben. Nein. Nein, ich hab mich aufgepasst. Schade. Komm, wir geben noch mal eine weitere Chance. Ich war zu lost. So, Leute, ich schwitze jetzt rein. Meine Hände schwitzen. Ich kann nicht mal richtig spielen. Oh mein Gott, einfach der real Lukas Brosters. Team, oh mein Gott. Ich weiß, du ist gar nicht gut. Ich werde gesandwiched. Oh, er hat Glück. Team, Glück. Ja. Er hat Glück. Nein, er macht 31. Jetzt ist schwer. Team doch, Bro. Oh, den Dönermike, den müsst ihr aber kommen. Nein. Oh, gut, die Bombe gedodged und den Edgar hat er. Okay, Vierter. Wichtig. Jetzt den Bär. Ja, okay, Vierter, Leute. Also, so gesagt habe ich plus 1 Pokal, glaube ich. Also, ich habe gewonnen. Plus 4 sogar. Er hat erste Plus 4, Leute. So gesagt, gemacht. Aber ich weiß nicht, ob ich Erster sein musste. Okay, also, eigentlich hat er nicht gewonnen, muss man ja ehrlich sein, nein, Freunde, ne? Deswegen, wir machen mal einen Kompromiss, ne? Er hat auch zwei Chancen gehabt. Wir machen mal auf Ehre, erster, ne? Relativ kleiner YouTuber so. Okay, Freunde, ich habe jetzt hier den Fuffi rausgehauen. Ja. Oh mein Gott, Mann. Das ist das Ziel gewesen. LOL! 50 Euro! No way! 50 Euro! Danke für die 50 Euro, Lukas Brosters! Alle mein Herz für Lukas Brosters in den Chat! Nice, da kannst du auch. Er freut sich. Platz 1 wäre das Ziel, also das wusste ich jetzt nicht. Ja. Ich dachte einfach nur ein Sieg, aber. Nice, alle ein Herz für Lukas Brosters in den Chat. Vielen, vielen Dank für die 50 Euro. So, Freunde, als nächstes würde ich sagen, kommen wir mal zu Kevin, dem guten alten Ei. Ne? Ich habe mir auf jeden Fall bisher, glaube ich, sehr, sehr selten donated, weil, ja, normalerweise mache ich solche Videos nicht so oft. Das ist, wie gesagt, ein Special-Video. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf seinen Stream und schauen mal, was da abgehen wird. Genau, er ist auf jeden Fall gerade live, Leute, und er streamt, ich bewerte deinen Account mit Noten, wenn. Oha, ich würde sagen, Leute, wir hauen jetzt schon mal eine Donation rein. Und zwar machen wir mal, würde ich sagen, als erstes ganz entspannt 10 Euro und schreiben die Challenge rein. Jetzt die Frage natürlich, was macht ihr als Challenge? Er macht schon eine harte Challenge. Und zwar, wir sagen mal, er muss eine Solo-Shonen-Runde gewinnen, wirklich auch. Okay, Freunde, wir sagen einfach mal, er darf sogar den Brawler auswählen. Also, er muss aber wirklich Platz 1 werden. Bin mal gespannt. Also, gewinne eine Runde für eine Belohnung, Freunde. Bin mal gespannt, wie er reagieren wird. Ich glaube, er wird es safe machen, weil er denkt so, ja, wenn ich schon so ein Video aufnehme, dann werde ich da schon was raushauen, denke ich mal. Und genau, wir tun das jetzt ihm mal donate, Freunde, einen Moment. Okay, Freunde, ich mache jetzt mal den Mohammed Sound an. Ihr seht hier die Donation, sie kommt an. LOL! Lukas Brawlstars! Hau einen Zehner raus! Ehre, Lukas, danke für die 10 Euro. Ich lese gleich mal vor, was du geschrieben hast. Ja, oh, hier ist Stress! Da mische ich mich ein. Oha, er hat gewonnen. Let's go. Aber das hat noch nicht gezählt. So, aber als allererstes, Lukas Brawlster spendet 10 Euro. Ich weiß nicht, ob das wirklich Lukas ist. Ich gehe jetzt aber mal davon aus. Vielleicht bin ich es auch Lukas, nicht, Lukas, wenn Freunde. Du das wirklich bist, dann schreib mal bitte eine Nachricht in den Chat rein. So, dann will ich ja hier mal Lukas helfen. Der will anscheinend hier irgendwie ein witziges Video machen. Vielleicht, Kevin. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf den Hauptaccount zurück. Und Lukas möchte sich eine Runde Solo-Showdown gewinne. Das ist korrekt. Zählt die Runde jetzt eigentlich? Weil an sich habe ich eine Runde Solo-Showdown gewonnen, Lukas. Nee, oder soll ich eine neue Runde starten und... Ist der Brawler egal? Wie sieht's aus? Brawler Meister? Kannst du wählen, schreibe ich ihm rein. Das musst du mir jetzt mal ganz kurz vorgeben. Dann haben wir hier eine spannende Runde. Nimm deine Mike. Ey. Wir machen es Zufall, oder? Oh mein Gott, wir wollen wirklich Zufall machen. Oh mein Gott. Nenne meine zufällige Zahl zwischen 1 und 48. Das ist 3. 3!
Colt. Oh, Bruder, Colt. Okay. Das wird schwer, Alter. Hm, das wird jetzt was. Colt auf der Map. Okay, ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Bin mal sehr gespannt, ob ich hier was reißen kann. Oh, direkt Leon hier am Start. Oh, er trifft ihn gut. Ha, den haben wir schon mal. Lol, das war stark. Ja, ich sag's euch, ich bin Main Colt, Freunde. Ich klebe auch hier die ganzen, immerhin, diese ganzen Pros. Wenn er die beiden noch bekommt, Egar, das ist schon mal ein guter Start. Ich sag mal so, wenn er... Der Mortis ist da oben noch drin, ich weiß es ganz genau. Das ist schon krass eigentlich. Oh, oh, Kevin. Oh. Oh, er ist fast down. Ist halt noch da. 5 Brawler leben nur noch. Ah. Oh, nur noch 4. Digga, es ist so knapp, Mann. Er kann es wirklich jetzt schaffen. Oh, es sieht gar nicht so schlecht sogar aus. Soll ich die Bibi mal wegmachen? Ja, ich weiß, ich mach die Bibi. Die Bibi. Oh! Ah, wahrscheinlich die Bibi. Die Bibi meine ich. Ja, okay, oh mein Gott, richtig gut. Ah, ist auch so ein Search, aber ich brauche die Cubes eigentlich. Nein, 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 nicht hier auf die Cubes geiern. Oh doch, er nimmt sie. Oh, Bruder. Er nimmt sie. Oh! Er hat den Search. Nur noch Bruder, Spike. Der Druck nur ist noch so. Den Spike. Nein! Nein! Oh mein Gott! Platz 2, Bruder! Der Spike-Hit hat mich voll getroffen! Hätte ich den gedodged, dann hätte ich das gehabt! Mensch, Mann! Mensch, Kevin! Ich kann's mal so sagen, hätte er gewonnen, hätte er das hier bekommen, Freunde. Kein Scherz, aber da er Platz 2 ist, kriegt er ein bisschen Abzüge. Aber ich hab gut viel, Freunde. Er kriegt 300 Euro, das ist schon mal geisteskrank, Leute. Ich bin mal gespannt, was der sagen wird. GG! Bei Platz 1 oh mein Gott, Digga. Wäre es mehr gewesen. Schreibe ich, dann ärgert das sich noch ein bisschen. Oh okay, Freunde, ich habe auch so, kaufen und senden alle gedrückt. Oh mein Gott. Die Nachricht wurde zugestellt, Freunde. Und, oh mein Gott, da wird sie angezeigt. So. Komm jetzt bitte. LOL, was? Oh mein Gott, Digga. Oh mein Junge Gott. Junge Lukas, Mann. Lukas. Der allerechte Brawl Stars haut 300 Euro raus. WTF, er schreibt, GG, oh bei Chat. Platz 1 wäre es mehr gewesen. Bruh. Ja, Kevin. Oh Mann, oh Mann. Okay, trotzdem natürlich Ehre, Lukas. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe einfach mal, ich habe trotzdem gut hier das Video gecarried. Ja, ja, war sehr spannend. War natürlich auf jeden Fall ganz spannend, glaube ich, ne? Ja, das stimmt. So, Freunde, das war's dann auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt nochmal ein Like da. Ihr habt gesehen, insgesamt haben wir über 500 Euro oder so dann gespendet, weil niemand hat es tatsächlich dann geschafft, die schwierigeren Challenges mit Platz 1 zu schaffen. Sean Jr. hat es in Brawl Ball geschafft, ne? Ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir sehen uns und damit ciao, ciao.